Hallo meine Lieben, und hier ist mal euer Blue Eyes Slayer Dragon mal wieder. Ja, ihr könnt es ja hier unten schon sehen. Wir haben gestern um 13 Uhr das Auswärtsspiel gehabt gegen Holstein Kiel. Also ich habe es mir live auf Sky angeguckt und meine Meinung dazu: Wir hatten wieder die alte Leier gehabt, dass wir mit langen Bällen nicht so richtig nach vorne kamen. Auch die Anspielstationen waren komplett, wie soll ich sagen, über den Haufen geworfen. Obwohl wir gut gestanden haben, Formation war gut. Aber das Zählbare war einfach nicht rausgekommen. Und da liegt man auch schon in der zweiten Minute hinten durch die Nummer 7 von Holstein Kiel. Und ja, der VAR hat sich eingeschaltet. Und ich habe mir die Wiederholung auch nochmal angeguckt und meiner Meinung nach war der Spieler eigentlich hinter den Hanseaten, also der Abwehr. Und trotzdem müsste doch eigentlich, wenn der Gegenspieler hinter den anderen zwei Spielern ist, eigentlich Abseits gepfiffen werden. Auch wenn du nicht in der Linie drin bist. Alles sobald du hinter den Gegner bist und er irgendwie eine gerade Linie macht, müsste eigentlich die Abseitsfalle zuschnappen. Der Schiedsrichter hat nochmal gehört, was der VAR gesagt hat, und er sagte: Kein Abseits, Tor zählt. Ja, und die Nummer 7 konnte sich in der zweiten Minute also begnügen. Ja, dann haben wir Chancen am Mast gehabt. Lange Bälle nach vorne, Pässe, aber jedes Mal Holstein Kiel konnte uns immer wieder die Passwege zustellen, soll ich sagen, auch uns an den Flanken immer jedes Mal bedrängen, und sie spielten richtig gut. Und da kann man auch sagen, dass Holstein Kiel als Zweitplatzierter auf dem oberen Aufstiegsbereich gut mitspielen kann, und ich glaube, die haben echt die erste Fußball-Bundesliga verdient. Ja, dann in der Ende der ersten Halbzeit haben wir ja noch Druck gehabt, aber ja, 2 Minuten nachgespielt, und ja, wir haben uns auch nicht. Aber dann ist es ja auch so gewesen, dass sich viele Spieler, ich weiß nicht wie viele Spieler, sich eine gelbe Karte eingehandelt hat. Auch ich glaube, bei uns haben sich viele eine gelbe Karte eingehandelt. Aber ich glaube auch, irgendeiner muss sich die vierte gelbe Karte eingehandelt haben und ist für den nächsten Spiel, ich glaube, gesperrt. Wenn ich jetzt falsch liege, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare korrigieren. So, zurück zum Spiel. Also, dann zweite Halbzeit. Wir kommen frisch aus der Kabine raus. Zwei Wechsel wurden betätigt. Und ja, unser Pereira, unsere Nummer 18, jedes Mal nach vorne, Ball bekommen, und jedes Mal bam, 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 wurde ihm die Möglichkeit zu einem Tor, Schuss oder Versuch komplett entnommen, und ja, dadurch ist alles komplett den Bach runtergegangen. Und dann in der 56. Minute Holtby, auch so eine gute Flanke erstmal rein. Dann Markus Kolke mit einer guten Parade. Ball wird vom Verteidiger nach vorne gespielt. Abgeprallt. Markus Kolke pariert wieder.
Und dann wird der Ball nicht richtig weggeschlagen. Und dann kommt genau Holby. Und Markus Kolke nicht schnell genug. Bam. Die Pille ist drin. Und ja. Ein verdientes 2:0 für Holstein Kiel. Ja. Bis dato ist es ja so, dass sich Anderssorg ja mit Chancen wieder zugedichtet hat, aber auch wieder Holstein Kiel auch sich mit Chancen zugedichtet hat. Aber die haben auch gewisse gelbe Karten kassiert, wie Anderssorg auch wieder weitere. Und das war mit den Karten hin und her, Alter. Junge, Junge, Junge. Und zum Schluss beim Abpfiff. Ja. War sehr traurig und ja. Man muss diese Niederlage verkraften. Wir stehen jetzt auf dem 17. Tabellenplatz. Schalke 15. Nee, Holstein Kiel wollte ich gerade nicht sagen. Wien Wiesbaden steht auf dem 13. Tabellenplatz. Und ja. Mit einem Sieg. Heim, glaube ich, müssen wir ran. Ja, heim. Und ich hoffe mal sehen, ob wir drei wichtige Punkte holen können. Dann wären wir theoretisch vor Schalke, vor Wien-Wiesbaden und können theoretisch den 13. Tabellenplatz erobern. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Schalke ihr Spiel gewinnt oder Wien-Wiesbaden gegen uns doch gewinnt und wir wieder mit leeren Händen aus dem Stadion gehen, aber das soll nicht passieren. Und ja, ich drücke Hansa Rostock und der Kogge und Mersat Filicović, bitte versuch nochmal das, was in den anderen zwei Spielen gewesen ist, wo man richtig schön zu Null gespielt hat. Bitte mach es bitte wieder richtig und versuch mal ein bisschen richtig besser zu sortieren oder aufzustellen, so dass ein bisschen mehr innen dicht ist, außen dicht, Verteidigung ordentlich dicht ist. Und ja, ich hoffe, dass wir heim mit drei wichtigen Punkten wieder nach vorne kommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was für Ansichten oder ob ihr Hansa Rostock doch in der dritten Liga sehen tut nach dieser, na, sagen wir mal, also schwachen Auftritt kann man dazu nicht sagen, aber so ja, nicht so wachgerüttelt. Ja, wie immer, einen Daumen da lassen, Kommentar in der Kommentarenbox. An meine Videobeschreibung kommt ihr könnt ihr mal vorbeischauen und meine anderen Social Media Plattformen verlinkt sind auch mein Zweitkanal Blue Ghost Biker. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Analysevideo wieder, wenn es wieder heißt Hansa Rostock heim gegen Wien Wiesbaden. Und damit bin ich jetzt raus und wünsche euch schönen Tag noch. Kuss, Kuss an euch.